Die Energie, die dort in diesem Jahr auf diese Module scheint, bei einem Hektar, reicht für 3,25 Millionen Kilometer. So, moin Leute, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Hier geht es ja immer so ein bisschen um Nachhaltigkeit und Co. Und ich hatte jetzt wieder eine Diskussion über Biokraftstoffe, Bioethanol, ob man das nicht verbrennen kann in einem Verbrennungsmotor und ob das nicht eine super Lösung wäre, übergangsweise. Es ist natürlich irgendwo eine Lösung, mal ganz abgesehen davon, dass es höchst fragwürdig ist, Getreide oder Mais oder Raps zu nehmen, den anzubauen und dann in dem Verbrennungsmotor einfach zu verbrennen und halt auch wieder mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad. Davon machen wir ganz ab. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir die Sonnenenergie haben und diese dann die Pflanzen zum Wachsen bringen auch und diese Energie, die dann dort drin ist, sozusagen verfahren. Und zwar habe ich einen Professor gehört, letztens aus Osnabrück. Ich schaue auch mal, ob ich vielleicht seine Folien und seinen Vortrag finde von Scientists for Future aus Osnabrück. Und der hat einen tollen Vortrag gehalten. Und da hat er die Relation mal gemacht, wie viel Raps ich produzieren kann auf einem Hektar Land und wie weit ich damit komme. Und er hat das auch mit anderen Pflanzen dann verglichen, ja, auch mit Heu oder Gras oder, und Raps war so da, wenn ich mich richtig erinnere, das Beste. Und da konnte das Auto tatsächlich mit diesem Hektar, den man halt bepflanzt, ja, und eine Jahresernte dort macht, konnte das Auto im besten Fall mit dem besten Bioethanol, was man dort herstellen kann, 60.000 Kilometer fahren. Und das ist natürlich schon mal eine Leistung, sage ich mal. 60.000 Kilometer, das ist das, was sozusagen an Energie dort bereitgestellt wird. Und da gab es dann noch andere Getreide und das waren alles darunter. Also es fing so bei 15.000, 16.000 Kilometer an. Also der beste Ethanol war natürlich dann, das war so 60.000 Kilometer. Und wenn man jetzt dieses Feld mit ganz normalen Standardmodulen, Solarmodulen ausstaffieren würde, also diesen Hektar mit Solarmodulen vollstellen würde, dann hätte man einen Jahresertrag, und er hat ganz normale Durchschnittsmodule genommen mit 300 Watt Peak sozusagen, ganz normale Durchschnittsmodule genommen, hat das dann berechnet, wie viel Ertrag an Kilowattstunden denn da rauskommt, wenn man einen Hektar Solarmodule vollstellt. Und damit könnte das Elektroauto dann 3,25 Millionen Kilometer fahren. Und das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Energie, die dort in diesem Jahr, also ein Jahr, eine Ernte sozusagen, auf diese Module scheint, bei einem Hektar, reicht für 3,25 Millionen Kilometer. Ja, das war ein ganz normaler Zoe, den er da rangezogen hat. Und diese Bioethanol-Kraftstoffe reichen dann halt für 60.000 Kilometer im besten Fall. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Sonnenstrom ist ja nicht immer da und Bioethanol, das kann man halt dann machen und dann kann man das irgendwie so. Alles gut, aber nur, dass ihr mal den Vergleich habt, ja, und man kann natürlich auch CO2 aus der Luft ziehen und daraus kann man auch Kraftstoffe machen und kann es dann wieder verbrennen, aber dieser Wirkungsgrad ist einfach unglaublich schlecht in diesem Verbrennungsmotor, deswegen ist diese Verbrennungsmotortechnik in meinen Augen einfach kompletter Quatsch, ja, und wenn ich Solarmodule habe, dann habe ich den billigsten Strom, den es überhaupt nur gibt. Ja, in großen Anlagen haben wir unter 2,5 Cent Stromgestehungskosten bei Solarstrom. Und dann habe ich so ein Feld mit einem Hektar und damit kann ein Elektroauto über 3 Millionen Kilometer fahren. Und da ist einfach dann so eine große Diskrepanz, dass man im Grunde alle anderen Verbrennungstechnologien mit irgendwelchen Bioethanol und ganz abgesehen davon, dass es irgendwie in meinen Augen komplett hirnverbrannt ist, Mais anzubauen, ja, oder Gerst oder Raps, ja, was man ja auch konsumieren kann und essen kann und das dann irgendwie nimmt und verbrennt oder man auch irgendwie Biogas daraus machen kann und dann natürlich das Biogas auch in den Verbrenner reintut und dann wieder verbrennt. Also das ist einfach so etwas, was mir total gegen den Strich geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es absolut merkwürdig und diese Relation 60.000 Kilometer zu 3 Millionen Kilometer ist einfach so unfassbar groß. Ja, so ein unfassbar großer Unterschied, dass man gar nicht genug sagen kann, hey Leute, fahrt doch einfach mit dem Solarstrom. Weil die Technik ist da und die Batterien werden auch billig, dadurch werden die Autos billig.
Und dann lohnt sich diese ganze Geschichte und wir können den Strom, dann der da einfach überschüssig produziert wird, den man nicht braucht, auch einfach in diese Batterien irgendwo reinschieben, ja. Und das ist dann einfach cool. Und wenn man die Batterien dann noch zu 98% recyceln kann, vielleicht sogar irgendwann mal 100% recyceln kann, so wie diese Firma Düsenfeld da aus Braunschweig, dann ist das einfach eine runde Geschichte. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und das soll es von mir gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.